Warum ich jetzt auf das kleine Kind zu sprechen komme, ich hatte heute Morgen so den Impuls, eine kleine Übung mit dir zu machen, wo es mir nochmal darum geht, dein kleines Kind wahrzunehmen und ihm mal deine liebevolle Aufmerksamkeit zu schenken. Okay? Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Seelenfreude Challenge, Tag 22. Schön, dass du dabei bist. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verspätet heute Morgen, habe ein bisschen die Zeit vergessen, war so sehr damit beschäftigt, unsere Säfte für heute zuzubereiten. Wir trinken schon seit Jahren, wenn wir zu Hause sind. Am Vormittag frisch gepressten Saft und da war ich heute Morgen eins mit der Saftmaschine und habe irgendwann auf die Uhr geguckt und dachte, ups, jetzt wird's aber Zeit. Okay, um was geht's heute? Seelenfreude Challenge. Heute Morgen in der Meditation, als ich so, ja, mal in die Gruppe reingefühlt habe und mich gefragt habe, was braucht es heute, was brauchst du heute, was ist heute hilfreich für dich im Rahmen der Seelenfreude Challenge? Da kam in mir so auf das Kind in dir. Liebe Evelyn, wunderschönen guten Morgen. Das Kind in dir. Ich habe es schon des Öfteren erwähnt und auch gestern gerade nochmal in einem Gespräch mit einer wunderbaren Frau, die davon träumt, ihr Leben zu gestalten. Und wir haben gemeinsam so die Träume nochmal hervorgeholt, was sie sich vorgenommen hat, eigentlich als kleines Kind, was sie ja machen wollte. Und jetzt in ihrem Leben an einem ganz, ganz anderen Punkt steht, ganz woanders gelandet ist im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Glaubenssätze, dass es aber nicht funktioniert, so tief und die ganzen Schleier, was einfach über jeden von uns so als Kind gelegt wurde, so verhärtet sind, um es mal so auszudrücken, dass es sich nicht erlaubt, im Moment wirklich ihr Traumleben sich zu kreieren. Sie glaubt einfach nicht dran. Und ach, das tut mir manchmal so in der Seele weh, weil ich genau weiß, was bei dem Gegenüber möglich ist, dass da auch alles möglich ist. Wenn ich ein Kuchenrezept habe und das richtig gut gelingt und ich gebe dieses Kuchenrezept weiter und der oder diejenige backt es nach, genau so, wie ich es weitergebe, dann kommt ja der gleiche Kuchen raus. Dann kommt ja nicht irgendwie ein Rollbraten oder was raus. Und das tut mir manchmal so in der Seele weh, wenn ich mit Menschen spreche, mit wunderbaren Frauen, manchmal auch mit wunderbaren Männern. Sind ja eher Frauen, die den Weg zu mir finden. Ach, und wir sprechen so über das Traumleben und wie sehr dann die Glaubenssätze doch manifestiert sind. Das geht nicht, weil. Ja, da würde ich am liebsten so Format C mit einem, wie beim Computer einfach Format C, Festplatte löschen bei dem Gegenüber, Zauberstab rausholen und nochmal Neustart machen. Aber das geht ja nicht. Das wäre ja auch ein Eingriff in die Persönlichkeit. Es ist ja jeder selbst, wie sagt man so schön, seines Glückes Schmied. Jeder selbst, ja, darf sein Leben ja selbst in die Hand nehmen, sonst wäre das ja auch ein Eingriff von außen. Aber mir tut es einfach so in der Seele ein bisschen weh, wenn ich einfach sehe, was möglich ist und ich denjenigen so gerne wachrütteln würde. Facebook erinnert ja auch immer so an vergangene Posts und Sachen von früher und hat mich heute Morgen auch daran erinnert, vor 3 Jahren an einen Post, den ich da gemacht habe. Ich dachte, es ist schon länger her, aber es ist wirklich erst 3 Jahre her, dass ich die Entscheidung getroffen hatte, einen Kongress zu machen. Vor 3 Jahren, am 1. Juni, ist der Lebensfreude-Kongress gestartet. Damals mit 50 Experten am Start, damals einer der größten Kongresse, sowohl von den Teilnehmerzahlen her als auch von den Referenten. Ich glaube, bis dahin war ich die Erste, die überhaupt einen Kongress in der Größenordnung mit 50 Teilnehmern gemacht hat. Ansonsten war so die Hälfte, maximal 30, also nicht Teilnehmern, sondern Experten. Also so üblich. Und
Noch ein Jahr zuvor, also vor 4 Jahren, wusste ich noch nicht mal, was ein Online-Kongress ist, geschweige denn Online-Business oder digitale Nomaden, ortsunabhängig leben und solche Dinge. Das war überhaupt nicht in meiner Welt so drin. Wenn ich da in der Richtung was gelesen habe, auf Facebook oder YouTube-Kanal, ich habe so den einen oder anderen da auf YouTube entdeckt gehabt, das war überhaupt nicht in meiner Vorstellungskraft. Aber irgendwas hat mich angezogen in die Richtung und dann habe ich einfach gemacht. Ich habe einfach gemacht. Ich habe auch diesen Kongress ohne Ahnung groß zu haben von Kongresstechnik, von Interviewführung oder solche Dinge. Ich hatte null Ahnung. Und ich habe einfach gemacht. Und es ist einfach irgendwie geflossen. Und das ist bei dir auch. Einfach tun, einfach machen. Im Nachhinein würde ich mir schon, also was ich mir damals angetan hatte, meinem Körper vielmehr, diesen Kongress alleine zu stemmen, ohne diese Ahnung von der Technik und allem zu haben. Ein zweites Mal würde ich es nicht machen. Ich würde es auch niemandem empfehlen, denn ich war anschließend schon irgendwo. Meine Batterien, die war im Minusbereich. Ich habe anschließend meinem Körper gesagt, also bitte verzeih mir, ich tue dir das nie, nie wieder an. Also da waren durchgearbeitete Nächte und alles mit dabei und es war ein Riesenerfolg, aber ich würde nie wieder irgendetwas in der Richtung stemmen, jetzt sei es ein Kongress oder etwas anderes, ein Projekt in meinem Leben angehen, ohne mir Hilfe zu holen. Aber was für mich auch immer so in mir drin war und ist und auch damals, wenn ich heute auch manchmal mitbekomme, dass welche wirklich auch einen Kongress stemmen, sogar mit Begleitung, mit einer wunderbaren Begleitung und dann klappt irgendwas an der Technik nicht und dann gibt es Terminverschiebungen, dann wird der Kongressstart auch später verschoben oder so. Das war in meiner Welt damals nicht. Das hätte ich so ja nie zugelassen, weil ja auch die Referenten ja auch geplant hatten, wann sie an der Reihe sind und teilweise auch schon publiziert hatten. Dann ist ein Kongress, da bin ich als Referent dabei. Also das war für mich ein No-Go. Für mich gab es dann nur eines, Augen zu und durch. Aber ich würde das alleine in der Richtung nie jemandem empfehlen zu stemmen, weil ich schon arg an meine Grenzen gekommen bin und anschließend mich wirklich bei meinem Körper entschuldigt hatte, was ich ihm da angetan hatte. Das würde ich deshalb nie jemandem empfehlen. Aber was ich dir damit sagen will, noch vor 3 Jahren stand ich an einem Punkt, wo niemand wusste, wer ich bin, wo ich selbst noch nicht so richtig wusste, wer ich bin, aber das Thema Lebensfreude war irgendwo präsent. Weil ich viele Jahre zuvor, 20 Jahre zuvor, eigentlich das Thema Lebensfreude einfach nur im Grunde genommen wusste, wie man es schreibt, aber die nicht in meinem Leben war und nicht am Kämpfen war und es hinter den Kulissen ganz anders ausgeschaut hat als das, was ich so ja vielleicht nach außen dargestellt hatte. Und so rasch kann es gehen. Heute völlig ortsunabhängig unterwegs. Und diese Ortsunabhängigkeit, die wird ja jetzt, wenn unsere Tochter mit dem Abi fertig ist und beide Kinder dann einfach durch sind in der Schule, die wird ja noch einen ganz großen, viel größeren Spielraum einnehmen in unserem Leben. Ich wollte ja jetzt auch schon zum 1.6. meinen Wohnsitz verlagert haben. Aber das gestaltet sich doch ein bisschen umfangreicher hinter den Kulissen, wenn ich da so mit dem Steuerberater spreche, als ich mir das vorgestellt habe. Und deshalb habe ich entschieden, okay, ob 1.7. 1.6., 1.7. oder irgendwann die nächsten Monate spielt ja jetzt keine Rolle. Da nehme ich jetzt einfach mal den Druck raus und habe da jetzt einfach mal noch andere Prioritäten gesetzt. Okay, aber ich kann mich ja trotzdem dort aufhalten, wo es mir gerade gefällt. Und das ist einfach ein wunderbarer Lifestyle, der vor 3 Jahren noch nicht so in meinem Bewusstsein war oder überhaupt nicht in meinem Bewusstsein war. Und das ist alles auch bei dir möglich. Das ist definitiv alles auch bei dir möglich. Deine Einzigartigkeit herauszufinden und Dinge zu entdecken, zu kreieren, dein Traumleben, was jetzt in deinen kühnsten Träumen wohl ist, aber dir noch gar nicht so bewusst ist, was genau es ist. Und das geht alles.
Und als kleine Kinder sind wir mit diesen Ideen hier auf die Welt gekommen, aber das ist einfach so viel verschüttet, dass man sich ja auch manchmal oder oftmals gar nicht mehr daran erinnert, keine Erinnerung mehr hat an das eigene Kindsein, vor allem nicht an die ersten 1 bis 5 Jahre, also 0 bis 5 Jahre etwa. Da ist oftmals ganz, ganz wenig Erinnerung, manchmal gar keine Erinnerung mehr. Und nicht, weil unser Gehirn das nicht wuppen würde, sich daran zu erinnern, sondern weil da einfach so, so vieles auf uns eingeströmt ist, dass wir da so die Schotten dicht gemacht haben, so quasi im übertragenen Sinne als, ja, wie soll ich sagen, als Überlebenschance einfach, weil es so sehr geschmerzt hat, was da einfach über uns gestülpt wurde. Keine Elternschelde oder Schelde vom Umfeld, sondern die waren ja selbst letzten Endes auch verletzte Kinder und konnten uns ja nur das weitergeben, aus bestem Wissen und Gewissen, was sie in sich getragen haben. Und die wollten auch sicherlich nur unser Bestes. Okay. Und warum ich jetzt auf das kleine Kind zu sprechen komme, ich hatte heute Morgen so den Impuls, eine kleine Übung mit dir zu machen, wo es mal nochmal darum geht, dein kleines Kind wahrzunehmen und ihm mal deine liebevolle Aufmerksamkeit zu schenken. Okay? Und deshalb würde ich dich jetzt dazu einladen, guten Morgen, liebe Gabi. Deshalb würde ich dich heute dazu einladen, mal dich auf diese Übung einzulassen und einfach mal jetzt gemeinsam mit mir die Augen zu schließen. Eine bequeme Sitzhaltung einzunehmen, sodass der Rücken möglichst gerade ist, die Energie frei fließen kann, die Füße am besten nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde hast, die dich nährt und trägt. Die Hände gerne mit den Handflächen nach oben gerichtet, auf deine Oberschenkel legen, so wie um alles Gute aufzufangen. Und dann einige Male in deinem eigenen Rhythmus tief ausatmen. Dich in deinen Körper sinken lassen. Die Schultern sinken lassen. Und lass dann deinen Atemstrom durch deine Nase ganz leicht und frei ein- und ausströmen. Beobachte einfach mal für ein paar Augenblicke deinen Atemstrom und komm so ganz im Hier und im Jetzt an. Wenn deine Gedanken abschweifen, dann komm immer wieder zurück ins Hier und ins Jetzt, zu deinem Atem. Vielleicht kannst du auch hineinspüren, wie gut das tut, jetzt einfach nur da zu sein. Dir zu erlauben, dir jetzt Zeit für dich zu schenken, nur mit dir alleine zu sein. Und dich auch jetzt der Bereitschaft gerne zu öffnen. Einer Begegnung mit deinem inneren Kind. Und wenn ich gleich auf 3 zähle, lade ich dich dazu ein, dir vorzustellen, wie du an einem wunderschönen Ort bist. Es kann der Strand sein, es kann ein Wald sein, es kann eine Blumenwiese sein, was auch immer. Bei mir kommt da immer so eine Blumenwiese auf mit richtig schönen Wiesenblüten, wo ich mich als Kind einfach gerne aufgehalten habe. Aber nimm einfach den Ort, der dir als erstes ins Bewusstsein kommt. 1, 2 und 3. Stell dir vor, du bist jetzt an einem wunderschönen Wohlfühlort. Vielleicht kommt auch ein Ort in dein Bewusstsein, wo auch du dich als Kind gerne aufgehalten hast. Und dann nimm mal diesen Ort wahr. Atme nimm wahr, nimm mal diesen Ort, wo du dich gerade befindest in deiner Vorstellung.
mit deiner ganzen Präsenz ein. Spür den Boden unter deinen Füßen. Vielleicht bist du auch barfuß unterwegs, dann kannst du noch mehr Kontakt aufnehmen mit Mutter Erde und den Boden unter deinen Füßen. Spüren jetzt in deiner Vorstellung. Atme, spür die Energie, die ganz wunderbar ist, die dich umgibt an diesem wunderschönen Ort, an dem du dich gerade befindest. Und ich lade dich auch dazu ein, es dir jetzt gerne da an diesem Ort ganz bequem zu machen. Vielleicht magst du dich auf den Boden setzen in deiner Vorstellung. Es dir einfach ganz bequem machen und zu atmen. Diese wunderbare Energie an diesem wunderbaren Ort, an dem du dich jetzt befindest, einzuatmen. Und dann lade ich dich ein, dich jetzt einfach mal umzuschauen vor deinem geistigen Auge. Und irgendwo, wenn du dich so umschaust, siehst du eine kleine Persönlichkeit kommen. Und diese kleine Persönlichkeit, die du jetzt noch in der Ferne irgendwo siehst, das bist du selbst im Alter von etwa 5 Jahren. Diese wunderbare Persönlichkeit, du selbst im Alter von 5 Jahren, kommt jetzt auf dich zu. Und mit einer Freude lade ich dich dazu ein, jetzt dieser wunderbaren Persönlichkeit, diesem 5-jährigen Kind zu begegnen, das jetzt zu dir kommt. Vielleicht kommt es mit achtsamen Schritten. Vielleicht kommt es auch zu dir gelaufen. Vielleicht kommt es unsicher. Wie auch immer, erlaube diesem kleinen Kind, diesem etwa 5-jährigen Kind, jetzt so zu dir zu kommen, wie es das möchte. Und dann gegenüber von dir, vielleicht so 1 Meter Abstand von dir, einen Platz auch einzunehmen. Schau mal dieses 5-jährige Kind an, schau ihm in die Augen. Schau mal, wie es gekleidet ist. Wie es jetzt so vor dir steht oder vielleicht auch sitzt. Vielleicht sitzt ihr beide, dass ihr auf Augenhöhe euch begegnen könnt. Und schau mal dieses Kind, dieses 5-jährige Kind, diese wunderbare Persönlichkeit mit bewundernden Augen an. Und dann lade ich dich dazu ein, vor deinem geistigen Auge ihm mal all das zu sagen, was du gerade so an ihm bewunderst. Sei es die Augen, die Haare, wie es da steht, von seiner Persönlichkeit her, seine Kleidung. Sag ihm einfach mal, was du alles an ihm bewunderst. Mit offenem Herzen, du als erwachsene Frau, als erwachsener Mann, sagst deinem 5-jährigen Kind, das dir jetzt gegenüber sitzt, mit bewundernden Blicken all das, was du an ihm so wunderbar findest. Seine Art, seine Ausstrahlung, sein Aussehen, was auch immer. Und ich lade dich dazu ein, ihm auch gerne zu sagen, dass es auch in Ordnung ist, Fehler zu machen. Und dass Fehler gut sind, denn Fehler sind dazu da, um daraus zu lernen. Dass du ihm auch erlaubst, Fehler zu machen, dass das gut ist. Und aus jedem Fehler kann man lernen und kann sich entwickeln.
steckt ein enormes Potenzial drin. Sehr schön. Dann lade ich dich ein, diesem kleinen Kind, das dir gegenüber sitzt, die Hände zu reichen und mal seine Händchen, seine kleinen Hände in deinen erwachsenen Händen zu fühlen, mal wahrzunehmen. Und er schaut euch in die Augen. Nimm mal seine Hände wahr, die jetzt in deinen erwachsenen Händen liegen. Und dann lade ich dich ein, jetzt diesem kleinen Kind, dieser kleinen wunderbaren Persönlichkeit, eine Umarmung zu schenken. Nimm dieses kleine Kind jetzt mal in den Arm, sodass eure Herzen, eure Herzchakren aufeinander liegen und da eine wunderbare Herzensenergie auch fließen darf zwischen euch beiden. Spür mal diese Umarmung, sowohl deine Umarmung, die deines eigenen Kindes, aber auch diese kindlichen Arme, wie sie dich umarmen. Spür mal diese Wärme und genieß mal diese Nähe. Genieß mal, wie die Herzen aufeinander liegen und eine wunderbare Herzensenergie jetzt ausgetauscht wird. Und genieß einfach mal diese Umarmung. Wunderbar. Dann lade ich dich ein, die Umarmung nochmal zu lösen. Ihr haltet weiter die Hände. Schaut euch in die Augen. Schaut deinem kleinen Kind nochmal in die Augen und sag ihm nochmal, wie wunderbar es ist. Wie wunderschön es ist. Und ich lade dich als erwachsene Frau, als erwachsener Mann ein, ihm jetzt ein Versprechen abzugeben. Nämlich das Versprechen, dass du künftig immer für es da sein wirst, wenn es dich braucht. Dass du ihm ab sofort all deine Aufmerksamkeit schenkst, die es braucht. Schau ihm tief in die Augen und verspreche ihm das, dass du künftig wieder für diese kleine, wunderbare Persönlichkeit, für dieses Kind in dir, das dir jetzt gegenübersteht, da sein wirst. Sehr schön. Und dann lade ich dich ein, jetzt etwas ganz Magisches entstehen zu lassen. Nimm dazu deine linke Hand jetzt auch in deiner Wahrnehmung, da wo du jetzt gerade auch bist, mit deinem kleinen Kind in dieser Begegnung. Nimm deine linke Hand mit der Handfläche nach oben. Und stell dir vor, wie das kleine Kind, das dir gegenübersteht, jetzt ganz klein wird. Dass das ganz klein wird, und zwar so klein, dass es auf deine linke Handinnenfläche steigen kann. Lass dieses Kind, das dir gegenübersteht, so klein werden, dass es auf deine linke Handinnenfläche steigen kann. Und mit einer Geste hältst du deine linke Hand hin und dieses kleine Kind steigt auf deine linke Handinnenfläche. Und du versprichst ihm nochmal, künftig immer für es da zu sein.
Versprichst ihm künftig immer für es da zu sein, und mit einem tiefen Atemzug lade ich dich jetzt ein, dieses kleine Kind in deiner Handinnenfläche mit einer Geste in dein Herz aufzunehmen, indem du deine linke Hand jetzt auf dein Herzchakra legst und dir vorstellst, wie du dein kleines inneres Kind jetzt vollkommen in dein Herz aufgenommen hast, mit dem Versprechen, künftig immer für es da zu sein, ihm all deine Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken, die in dir ist, die das Kind als kleines Kind vermisst hat, du als erwachsene Frau, als erwachsener Mann, als erwachsene Persönlichkeit darfst dir erlauben, bist absolut in der Lage, deinem eigenen inneren Kind immer all die Aufmerksamkeit, das Lob, die Anerkennung zu schenken und die Liebe zu schenken, die es braucht, jetzt und zu jeder Zeit. Und dann genieß mal. Und nimm wahr, wie gut es tut, jetzt dein Kind mal so in dein Herz aufgenommen zu haben, mit dem Versprechen, immer künftig für es da zu sein und ihm all deine Liebe und Aufmerksamkeit und Anerkennung zu schenken, die es benötigt. Sehr schön. Und nimm dann einen tiefen und bewussten Atemzug und nochmal tief und genüsslich durch die Nase einatmen und ausatmen. Und noch ein letztes Mal ganz tief und genüsslich durch die Nase ein- und ausatmen, und mit dem jetzigen Ausatmen öffnest du deine Augen, bist wieder hellwach, topfit und voll guter Energie. Sehr schön. Ja, willkommen zurück. Schreibt mir gerne mal ins Kommentarfeld rein im Laufe des Tages oder auch jetzt gerne, wie deine Begegnung mit deinem inneren Kind war, wie du dich dabei gefühlt hast, vielleicht auch wie dein Kind sich dabei gefühlt hat und wie ihr euch beide jetzt eben auch fühlt. Okay? Gut, dann sehen wir uns morgen nochmal. Morgen gibt es eine kleine Änderung. Morgen bin ich unterwegs nach Österreich mit der Bahn und sitze auch um die Uhrzeit schon in der Bahn morgen früh. Und da ich da sicherlich, denke ich mal, nicht alleine bin, passt das nicht so gut aus der Bahn für mich jetzt gerade mal diese Übertragung zu machen. Also mir ist es im Prinzip egal, wer rundum hockt, aber ich weiß nicht, wie gut die Verbindung da ist. Und deshalb mein Vorschlag, morgen wird die Seelenfreude-Challenge eher am Nachmittag erst stattfinden. Ich muss zwar, glaube ich, auch irgendwo nochmal umsteigen, wenn da Zeit ist und Raum ist, dann gerne auch im Laufe des Mittags wird das, glaube ich, sein. Ansonsten eher im Laufe des Nachmittags oder am frühen Abend. Ich poste dir das aber hier in die Gruppe dann rein, wenn ich weiß, zu dem Zeitpunkt werde ich live sein, damit du dich dann eben auch darauf einstellen kannst und dann gerne auch live dabei sein kannst. Okay? Also in diesem Sinne, hab einen wunderbaren Tag, einen freudvollen Tag, auch weiterhin mit der Begegnung mit deinem inneren Kind, mit deinem kleinen Kind, und dann sehen wir uns morgen nochmal. Okay? Bis dahin. Tschüss.